Willkommen zurück bei Fallout 2. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist das hier der letzte Speicherstand gewesen. Deswegen, hier können wir, glaube ich, nicht rasten. Wir müssen nämlich unbedingt rasten. Aber hier können wir sogar rasten. Bis dahin und der Gruppe ausruhen. Wunderbar. Dann rasten wir gleich hier. Speichern dann nochmal ab. Und das Gift schadet uns natürlich. Klar, wir sind vergiftet. Speichern ab und versuchen dann unseren Weg weiter Richtung Bunkerstadt zu finden. Ich bin gespannt, wenn wir geheilt sind, ob die Gruppe dann auch schon geheilt ist oder ob die Gruppe länger braucht als wir. Ich glaube nicht. Ich schätze nicht, oder? Doch, sie braucht sogar ein bisschen länger, aber nicht viel. Gut. Boss, Zulix starrt mich an. Reden nochmal mit ihm. Eine andere Strategie, Boss? Was hat er denn dabei zum Tauschen? Nichts. Na super. Ich schau mal, ob wir ihm was geben können. Pass mal auf, haben wir denn irgendwas, was er als Waffe nehmen kann? Ein Messer oder irgendwas? Ich glaube nicht. Hat Zulik irgendwas dabei? Lass du wollen. Kampfkontrolle? Nee. Was ist denn Kampfkontrolle? So, er hat hier eine Schaufel, genau. Den Brennstoffregler, die Lederjacke. Die Lederjacke hat er, glaube ich, selber an. Ich drücke mal auf Kampfkontrolle. Mich interessiert mal, was da passiert. Ah, aha. Rüstung können wir auswählen, Waffe können wir auswählen und hier sehen wir alles. Trefferpunkte, Nahkampfwaffe, Beladen, Schaden und APS. Weiß ich nicht, was heißt APS, keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was APS heißt, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht ist es sowas wie Erfahrungspunkte. Wir können hier aggressiv, ist es glaube ich, ist es auf aggressiv gestellt. Feigling geht nicht bei ihm, so interpretiere ich es zumindest, es geht noch wahnsinnig und defensiv. Okay, cool. Lederjacke, genau. Warum ziehst du nicht Lederjacke an? Zieh mal die Lederjacke an. Das ist cool, das wird es steuern können. Und jetzt hat er die Lederjacke auch an. Wunderbar, wunderbar. Gut. Und dasselbe müssten wir ja auch mit ihm machen können, eigentlich. Da hat er wahrscheinlich keine Waffe, ne? Keine. Hat keine. Und er hat auch keine Rüstung. Okay, und er ist auch aggressiv gestellt. Da wäre vielleicht besser, ihn im Moment auf defensiv zu lassen, weil wir ja noch nichts haben. Aber ich lasse es jetzt mal so. So. Finde ich gut gemacht. Das ist definitiv eine Verbesserung von Fallout 1 zu Fallout 2, dass wir hier die Möglichkeit haben, auf unsere NPCs ein bisschen mehr einzugehen und die NPCs ein bisschen besser auch zu nutzen. So, das ist die 79. Das ist unser neuer Speicherpunkt und von dort aus versuchen wir jetzt mal weiterzukommen Richtung Bunkerstadt. Wie viele Punkte haben wir denn schon? 24.652, also noch rund 3.000 Punkte, 3.000 bisschen was, 3.400 brauchen wir noch. So, hallo, geht's nicht? Doch, so, Bunkerstadt bitte. Oh, und schon kommt die nächste Begegnung, aber mit Geckos. Mit Geckos ist es gut. Geckos können wir besiegen und dann, die können wir mitnehmen. Und die heute können wir dann zu Geld machen, um für Vic eine Waffe zu kaufen. Da sind ja die Geckos auch schon. Ein großes Rudel Goldgeckos. Wow, 1, 2, 3, 4, 5. Mal schauen, ob wir vielleicht einen einzelnen triggern können, wenn wir uns hier hinstellen. Und wir könnten auch auf einen... Ja, jetzt kommt er. Ja, ich glaube, wir haben ihn einzeln. Ich glaube, wir haben ihn einzeln. Ich versuche mal, auf ihn zu schießen. Wir schießen ja inzwischen schon ziemlich gut in die Augen. Das waren 21. Wie viel habt ihr denn insgesamt? Die haben 45 und dann gehe ich ein Stück weg. Ich hoffe, dass er uns hinterherkommt. Ah, Mist, er läuft vor. Die laufen beide vor, dann triggern sie wahrscheinlich die anderen beiden Geckos. Das ist schlecht. Ja, wir können natürlich jetzt von hier aus nicht schießen. Von hier hingehen. Ja, ich glaube, ich lasse mal den Zug laufen. Wir müssen auch nicht unbedingt schießen. Die beiden machen das schon. Ah, da kommt ihr zu uns, okay. So, und das war's, oder? Nein, tatsächlich hat er noch Trefferpunkte. Wie viel hat er denn noch? Viele kann es nicht sein. 6 Trefferpunkte. Dann versuchen wir das mal mit unserem Speer zu regeln. Da sind wir nicht besser geworden bei den letzten Malen, aber es reicht. Okay, sehr gut. Hätten wir den Kampf, geht auch. Wunderbar. Und dann hole ich mir gleich mal die Haut hier. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Jetzt kommt, Leute. Geht mal ein bisschen da weg. Vic, auch du, ja. Hallo, Vic. Hallo, schneller. Vic, lauf mal ein bisschen. beweg die Haxen. Ach, komm. Den holen wir uns jetzt einzeln, den da. Ja, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das klappt super. Dann schießen wir. Wieder in die Augen. Klappt auch wieder fantastisch. Und sind diesmal auch wieder 21. Sehr gut.
Oh, jetzt haben wir diesmal aber zwei Geckos. Diesmal haben wir zwei, also diesmal haben wir auch schon drei. Diesmal haben wir wahrscheinlich alle. Dann machen wir hier mal einen Körper. Schuss. Das sind nochmal 4 Trefferpunkte. Der hat noch 13. Okay, dann gehen wir hier vor. Die kommen wahrscheinlich zu uns jetzt gelaufen. So, er versucht mit den Fäusten. Vic. Nein, diesmal wird Vic angegriffen. Okay, für 9. Und dann erledigt Zulik. Nein, noch nicht. Aber fast. So, ich versuche mal den hier in die Augen zu schießen. Der 80 ist ja ziemlich gut. Und dann gehen wir ein Stück weg. Wenn er uns angreift, kann er uns nur einmal angreifen. Zulik wurde getroffen, ja. Jetzt wurden wir getroffen. Okay. Wie viele haben die denn jetzt noch? Also der hier hat noch 47 und der hier hat noch 8. Das heißt, den können wir versuchen mit dem Speer zu erledigen. Warum ich immer auch zwischen Speer und Waffe hin und her wechsle, liegt einfach daran. 3, okay. Dass der Speer keine Munition kostet. Ganz einfach. Vic verfehlt. Zulik wird getroffen. Wir werden getroffen. Nee, verfehlt. Und jetzt wird 2 getroffen. Sehr gut. Da kommt der Hammer zum Einsatz. Für 5 und nochmal der Hammer für 7 nochmal. Sehr gut. Und dann kommen wir hier den Todesstoß hoffentlich setzen. Nein, klappt nicht. Jetzt klappt das. Sehr gut. Okay. Vic verfehlt. Und hier wird wieder Zulik angegriffen. So, wie viel hat er denn jetzt noch, der Gecko? Viel kann es nicht mehr sein. 24. Okay, die Frage ist, können wir von hier aus schon schießen? Wir können 3 Schritte laufen. Ich probiere es mal. Ja, es geht. Am Körper 54%. Ja, klappt. 10 Trefferpunkte immerhin. Oh, das war gegen Zulik. Scheibenkleister. Aber Zulik ist jetzt auch ein bisschen besser geschützt durch die Rüstung. Ich schaue mal gerade, er hat noch 49 Punkte, das passt. Wir laufen wieder 3 Felder runter und ich hoffe, dass wir schießen können. Aber ich glaube, es geht, ja. Körper 70%. Oh, wir haben Vic getroffen. Verdammt, 17 Trefferpunkte. Das ist schlecht. Oh, Sully kriegt auch ziemlich was ab. Kritisch getroffen worden. Ja, die Geckos sind gar nicht so ohne. Gehen nochmal 3 Schritte weiter. Aber der ist doch jetzt fast tot, oder? 3 Trefferpunkte nur noch. Komm, das kriegen wir doch jetzt hin. Nein! Nein, wir haben verfehlt. Verdammt. Und jetzt kommt nochmal Zulik dran. Zulik 8 und nochmal 5. Aber jetzt ist er tot. So, wir beenden den Kampf. Gehen hier hinter. Und uns hier die Gecko-Haut. Schauen uns dann mal an, was hier los ist. Wir sind immer noch relativ gut drauf. Was du wollen? Nee, ich wollte eigentlich nicht mit dir sprechen, ich wollte dich anschauen. So. 14 Trefferpunkte hat er noch und er hat 44. Na, dann müssen wir gucken, dass wir die Ersten sind, die hier angreifen. Wir dürfen jetzt Vic nicht verlieren, das wäre natürlich schlecht. So, das wären 4 Trefferpunkte. Die Pistole ist einfach schlecht. Wir brauchen eine neue. 41 haben wir noch. Ich gehe ein Stück weg. Aha, er läuft natürlich schnell nach vorne. Das ist schlecht, aber ich hoffe, der Gecko kommt jetzt zu uns. Der hat sich auf uns hier fokussiert. Der wird, glaube ich, nicht Zulik angreifen. Hoffe ich, oder? Ja, sehr gut. Der kommt zu uns. Das waren 12 Trefferpunkte. Sehr, sehr gut. Er hat noch 29. Können wir jetzt mal in die Augen schießen? Aber wir können gar nicht schießen, weil wir müssen laden, ja. Aber jetzt, oder? In die Augen sind nur 37, Unterleib 67, linke Klaue, linkes Bein. Wir können ihn, dann wird er langsamer. Ich glaube, ich probiere mal das Bein. 10 immerhin. Der hat noch 19. Aber ich glaube, er ist nicht verwundet. Deswegen wird er weiterhin gleich schnell laufen. Und trifft uns einmal. Aber das ist nicht so tragisch. So, und jetzt aber in die Augen, oder? Das müsste doch gehen. Ja, 93, sehr gut. Oh, wir haben ihn erledigt. Perfekt. Puh, so, wir haben jetzt 25.267 Punkte. Brauchen wir noch 2.700 ungefähr. Wir können uns jetzt noch die Häute hier holen. Da haben wir 4 Gecko-Häute. Und im Zelt ist vielleicht auch noch was versteckt.
extra gucken. Schau mal gerade. Ist hier was? Ja, da wäre was. Nein, nicht mit ihm reden. Da war doch gerade so eine Hand. Da, ja. Was ist denn da drin? Oh, das ist natürlich schon interessant. Das können wir zumindest mal Vic geben. Ist nicht uninteressant, muss man sagen. So, ist hier noch irgendwo was? Da ist noch so ein Topf. Da können wir aber nichts. Da ist nichts drin, okay. Da hinten ist noch ein Zelt. Schauen wir mal, ist ein Zelt da hinten noch. Da ist aber nichts. Okay. So, Vic, wir können dir was geben. Ja. Können wir ihm nichts geben? Nee, ich glaube, das ist ein anderes Symbol. Bleib in meiner Nähe. So, wir tauschen. Ich gebe ihm jetzt mal ein so ein Ding. So. Und dann müssten wir ihm eigentlich sagen können, dass er das hier zum Kampf benutzen soll. Nee, geht nicht. Okay. Er kann das nicht benutzen, wie es ausschaut. Ich schaue nochmal ganz kurz. Aber Nahkampf kann er doch. Also Fäuste macht, das macht er doch schon. Über deine Ausrüstung reden. Was für Waffen? Kleine Waffen kann er nehmen. Flinte, mittlere Pistole, Messer oder Wurfwaffe. Okay, also das mit dem diesem Faustding geht offensichtlich nicht. Dann soll er uns das zurückgeben. Ich hoffe, das funktioniert so einfach. Aber ich glaube, ja. Genau. Dann kann er damit leider nichts anfangen. Ist aber nicht so tragisch. Wir finden schon was. Wir finden schon noch was. So, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist, wir müssen rasten. Ich schaue mal, ob wir hier rasten können. Es war lukrativ. Also dieses Treffen mit den Geckos war definitiv lukrativ und hilft uns dann in der Stadt gut. Also wenn wir jemanden finden, der uns die Gecko heute abkauft. Oh ja, Sulik muss jetzt richtig lange heilen. Ihr seht das, ne? Wir sind schon geheilt und trotzdem läuft die Uhr noch weiter. Was wollte ich gerade sagen? Ja, wenn wir jemanden finden in der Bunkerstadt, der uns die Gecko heute abkauft, dann könnte das ziemlich lukrativ werden. Oh Gott, das dauert ja als ewig. Aber ist nötig. Gehört dazu. Oh Gott, noch ein Tag. Schaut euch das an, das hört gar nicht mehr auf jetzt. Jetzt ist es durch. Dann speichern wir. Und gehen weiter. Gut, dass das hier keine zeitsensible Queste ist, hoffe ich. Hoffe ich zumindest. So, weiter geht's. Und weiter nach Bunkerstadt. Ja, wir sind schon unterwegs, okay. Wir haben automatisch die... Oh, und schon wieder die nächste. Oh! Was ist jetzt los? Räuber. Die greifen uns an. Ich weiß nicht, sind alles Räuber? Das ist ein Räuber. Das ist ein Räuber. Das ist ein Räuber. Das ist ein Räuber. Und das ist ein Räuber. Dann schießen wir dem doch gleich mal ins Gesicht. 6 Trefferpunkte. Na, super. Wir brauchen mehr kritischen Treffer. Er hat Schlagring. Okay. Gehen wir mal ein Stück weg. Der müsste uns wahrscheinlich hinterherkommen. Ja, also sollten wir so einen Kampf bestehen, hätten wir natürlich den großen Vorteil, dass wir die ganzen Waffen bekommen. Schaut mal, wie er weggleitet. Aber ist er tot? Ich glaube ja. Er bleibt liegen, oder? Ja, er ist tot. Tatsächlich, er ist tot. Schauen wir mal. Also sollten wir sowas bestehen, dann ist es gut für uns. Hier können wir wahrscheinlich nicht. Na doch, hier können wir sogar. In die Augen. Da so. 7 Trefferpunkte. So, sie hat noch 41. Die sind auch schon nicht alle auf voller Pulle, ne? Die hat eine Pistole, 10 mm. Ein Jagdgewehr, das wäre was für Vic. Das wäre interessant. Und auch noch 10 mm. So, und die hat ein Kampfmesser. Gut, ich gehe hier ein Stück runter. Das geht gegen Vic. Also, sobald ein NPC stirbt, hören wir auch auf. Und sobald wir sterben, hören wir natürlich sowieso auf. Ist ja klar, Vic verfehlt. Sulik kriegt was drauf. Auf Vic wird geschossen. Ich glaube, Vic wird das erste sterben, schätze ich mal. Ich meine, wir können auch zuerst rangehen und dann schießen. Ich glaube, das ist schlauer. In die Augen leider nur 29. Wir müssen noch besser schießen lernen. Und wir brauchen eine bessere Waffe. Der hat verfehlt, okay.
Hoho, direkt in den Wanst von Vic. So, ah, die steht immer wieder auf hier. Wie weit die denn noch? Die hat noch 13. Die hat noch 46. Ah, das wird nichts. Ich glaube, Vic wird vorher sterben, bevor wir hier irgendwas reißen können. Hätten noch 2 Trefferpunkte. Ja, das wird nichts werden, aber ich bleib trotzdem am Ball. So, 41 für die Augen. Ich bleib trotzdem mal bei Torso. 7 Trefferpunkte, nicht schlecht. Ja, Vic hat leider auch keine Stimpex oder sowas. Räuber verfehlt. Sehr gut. Sehr gut. Vielleicht haben wir doch Glück. Nein, haben wir nicht. Okay. Vic ist tot. Das bedeutet für uns, wir werden jetzt erstmal... Ah, schaut mal hier. 2 Räuber. Immerhin, ne? Immerhin 2 Räuber erledigt. So, wir laden mal... Spiel Nummer 80 war das? Ja. Und geht weiter. Zur Bunkerstadt. In der Hoffnung, dass wir diesmal ein bisschen weiterkommen. Nein. Aha. Schaut euch das an. Räuber wurde getroffen anstelle von Räuber. Was ist denn jetzt los? Eine Gruppe von Kaufleuten, die von Räuber befallen wird. Wir haben hier einen Räuber. Wir haben hier einen Räuber. Reisender. Reisender. Sklave. Sklave. Karawanenmeister. Räuber. Räuber. Baum. Nee. Räuber. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 Räuber. Mal näher rangehen und dann werden wir gleich mal schauen, mal was die als Waffe haben soll. Die hat ein Kampfmesser, okay, die ist nicht so gefährlich. Das ist ein Schlagring. Die hat eine MG, die sollten wir als erstes ausschalten. Auch ein Schlagring, der hier. Auch eine MG. Okay, dann werde ich den hier. Ach, da ist noch einer, Moment, da ist noch einer hinter dem Baum. Auch eine MG. Dann werde ich versuchen, dem hier mal in die Augen zu schießen. Jetzt haben wir Glück. 10 Trefferpunkte. Okay. Das sind also 6 Räuber. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Vor allem, weil Vic halt keine Waffe hat. Das ist das Problem. Und Vic hat keine Waffe. Da geht es erstmal gegen den Karawanenmeister. Das ging auf uns. Verfehlt aber. Das ist nicht schlecht. Also, Sulik schlägt hier ganz gut zu. Der hat jetzt noch... Das ist der Baum, okay. Hier. Er hat noch 16 Trefferpunkte. Also, es könnte was werden. Gehen wir hierher. Da stehen wir wahrscheinlich blöd, ne, zum Schießen. Da stehen wir genau hinter Rick. Ne, es geht. 16 Trefferpunkte. Ich versuche mal in die Augen zu treffen. Jawohl! Aber leider verfehlt. Ach Mist. Er hat sich bewegt, weil er ausgewichen ist. Aber leider verfehlt. So, das geht genau gegen Rick. Da waren wir jetzt mit uns Stimpack. Rick geht ein bisschen zur Seite, was natürlich gut ist. Also die beiden haben MGs, die müssen wir zuerst ausschalten. Und da oben hat noch irgendeiner MGs und der Rest ist mit Waffen, mit Messern bewaffnet. So, ich glaube ein Sklave oder der Karawanenführer ist tot. Und der Karawanenführer war es. So, Sulik ist dran. Sehr gut. Ja, das Problem ist nur, jetzt steht er hinter dem Baum. 2 Lebenspunkte noch. Können wir ihn treffen? Wir könnten ihn sogar treffen, okay. Ich gehe mal ein Stück näher ran. Ich gehe mal hierher. Versuche ich mal von hier aus zu treffen. Torso reicht schon, weil er hat noch 2 Lebenspunkte. Genau, sehr gut. So, sie schießt auf Sulik. Verfehlt aber, das ist gut. Nee, 3 Trefferpunkte auf Sulik, aber beim zweiten Mal war verfehlt. So, da oben sind Kämpfe, die uns erstmal noch nicht interessieren, die aber ganz interessant sind. So, die Wachen werden natürlich jetzt richtig fett getroffen. Vielleicht sollten wir da auch mit reingehen, oder ich will jetzt erstmal sie hier, glaube ich, ausschalten. Gehen mal dorthin und schießen von hier aus auf sie in die Augen. 75 immerhin. 11, sehr gut. Okay, das sind die Wachen. Räuber wird getroffen. Leider sind halt noch keine weiteren Räuber tot gegangen. Bisschen schlecht für uns. Also Räuber verfehlt. Lese ich gerne. Waffe wird getroffen ohne Schaden. Okay, Räuber verfehlt. So, hier kommt nochmal Sulik dran. Jawohl. Ich weiß nicht, wie viel sie noch hat. Sie steht ein bisschen blöd hinter den Bäumen. Ich weiß nicht, ob wir sie kriegen. Ja, ich würde es gerne wissen. Ah, hier. 20 TP und schwingt eine Pistole. Mit 8 Schuss. Ach, eine Pistole hat sie nur. Okay, 20 ist aber gut. Dann können wir nochmal ein Stück rangehen. Direkt uns vor sie stellen. Hierhin eigentlich. Und ihr direkt... Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich geladen?
Das war falsch.